Ja, wir sind einfach so beeindruckt, das ist so ein Paradies hier. Wir machen uns gerade auf den Weg. Wir haben gerade hier was ausgedruckt, noch schnell. Und es ist jetzt ungefähr 5:45. Wir haben was richtig Tolles vor. Hallo liebe Freunde von Lou Kocht, wir sind im Auto und sind unterwegs zum Flughafen. Wir sind jetzt gerade auf der Autobahn nach gewesen. 100 Meter, Richtung 26 fahren. Ausfahrt. Flughafen in Memmingen. Und dann war da eine Baustelle und die Ausfahrt ist gesperrt. Nach und 50 die, Metern bei ja. Ausfahrt 15 Holzgünz Richtung Holzgünz am fahren. So, auf jeden Fall wollten wir jetzt da rausfahren und die Ausfahrt war gesperrt. Wir sind da und das Lustige ist, schaut euch mal den Parkplatz an. Es gibt hier kein Parkhaus oder so, sondern das ist einfach ein Parkplatz, ein Schotterparkplatz. Und ja, jetzt laufen wir mal dahinter und ja, schauen mal, wo unser Flieger geht. Wir sind nun auf dem Weg zum Flughafen. Wir freuen uns jetzt auf Mallorca. Ja, für mich ist es der erste Flug seit echt langer Zeit, weil ich leider nicht so gern fliege und jetzt auch, ja, es geht eigentlich mit der Aufregung noch, hält sich in Grenzen. Vielleicht kann man meinen Atem sehen. Ja, schlecht, aber hier ist so schweinekalt, es ist wie im Winter, also es sind echt 3-4 Grad oder so und es ist so richtig bitterkalt und wir gehen jetzt gleich rein in den Flughafen. Dann schauen wir mal, wann Boarding Time ist. Hallo. 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 Danke schön. Danke. Wir sind jetzt angekommen auf Mallorca und es ist mega Wetter, es ist so warm im Vergleich zum Allgäu, da war es ja schweinekalt. Wir sind jetzt da, sind abgeholt worden von der Coco und wir machen was richtig Cooles. Und das seht ihr dann, wenn wir angekommen sind und im zweiten Teil von unserem Mallorca-Vlog. Wir sind angekommen und hier ist so mega krass. Das ist unglaublich. Echt. Wir sind hier angekommen und wir sind einen kleinen Schotterweg entlang gefahren und
dann wussten wir schon mit den Palmen und weiß nicht, die ganze Atmosphäre hier, dass das echt was Besonderes ist, so wie wir das einfach gern haben, gell? Also wir haben noch nicht viel gesehen, weil es dunkel ist, aber das ist so krass schön hier, Mann. Ja, das ist Hammer. Ich weiß nicht, welche wir gehen, nee, wir gehen jetzt schlafen. Okay, morgen früh. Und morgen früh bei Tageslicht zeigen wir euch alles. Schlaf gut, bis dann, ciao. Guten Morgen, liebe Freunde von Luke Kocht. Wir sind gerade aufgewacht, ziehen uns jetzt an und dann zeigen wir euch mal hier die Finca und wo wir genau sind. Ich erzähle euch jetzt mal kurz, was wir eigentlich hier machen. Und zwar sind wir nach Mallorca geflogen, um die Coco und den Eike zu treffen. Und Coco und Eike haben eine Online-Akademie, die Great Life University, im Internet. Und dort auf dieser Plattform kann man einige Online-Kurse besuchen und auch runterladen. Und wir werden einer davon sein. Also ihr könnt bald einen 10-Tage Vegan-Kurs, Online-Kurs von uns runterladen. Und den wird es dann eben auf der Great Life Homepage geben. Und wir sind jetzt hier, um dieses alles zu drehen und nehmen euch hier mit und hoffen dann natürlich auch, dass viele diesen Online-Kurs buchen. Also wir schauen jetzt mal, was heute passiert. Heute ist der erste Drehtag, heute ist Mittwoch und wir bleiben bis Samstag. Schon am Pool. Boah, schau mal da oben, das Himmelbett. Das erste Mal, dass man das jetzt bei Tageslicht sieht. Jetzt gibt's da lecker Frühstück. Ja, war total lecker jetzt das Frühstück und jetzt geht's dann gleich los mit dem ersten Video, was wir filmen. Ja, wir sind einfach so beeindruckt, das ist so mega hier, schaut euch das mal an. Das ist so ein Paradies hier. Jetzt kommt die Sonne raus. Immer wenn ich anfange zu filmen, kommt die Sonne raus irgendwie. Nicht, weil ich gerade komme. Ja, ich bin deine Sonne. Die Sonne ist gerade aus dem Loch hier rausgekommen. Es ist einfach, vegan zu leben. Genau.